denn so dieses Jahr zum Valentinstag bekommen? Also mein Freund ist ja eh der Beste. Er hat mir einen Rosenstrauß geschenkt mit 100 Rosen. Also mein Freund mir auch. Aber dafür hat er mir 200 Rosen geschenkt. Und das war ja noch lange nicht alles. Auf jeden Fall hat er mich in ein Restaurant eingeladen, in ein 5-Sterne-Restaurant. Mein Freund mich auch, aber das Restaurant hatte sogar 10 Sterne. Und dafür hat mein Freund den größeren Schwanz. Hallo. Ja. Dein Ernst? Guck dir das mal an, es verliert Blätter. Ist doch hier. Alles Gute zum Valentinstag. Ja, also ich hatte Bauchschmerzen, aber richtig, richtig harte Bauchschmerzen. Ne? Und da war das halt so, dass ich, ich komme gleich wieder, ne? Ich muss kurz zu meiner Mama. Das ist ja voll der Abfuck. Heute ist Valentinstag und ich hatte kein Date, ey. All meine Freundinnen haben ein Date, nur ich wieder nicht. Oh, wen könnte ich denn... Vielleicht hat ja Tolga Zeit. Okay. Hi Tolga, heute ist ja Valentinstag und ich wollte fragen, ob du nicht Lust hättest auf ein Date mit mir, vielleicht? Er hat geantwortet. Boah, Sandy, mein Gott, ich habe dir jetzt das 5. Mal einen Korb gegeben und nein gesagt, dass ich mir keinen Bock habe, mich mit dir zu treffen. Und auch an Valentinstag habe ich keinen Bock auf dich. Ganz ehrlich, wenn du mich noch einmal belästigst, ich lasse deine Nummer einfach sperren, dass du mich nicht mehr anrufen kannst. Oh, fickt euch doch alle! Ich hasse den Valentinstag! So, das Ganze jetzt erstmal schön auf Instagram und Facebook posten. Oh, wie süß ist denn mein neuer Freund? Oh, er ist so toll. Hashtag Strauß, Hashtag Valentinstag, Hashtag
Hashtag Love is in the air. Posten! I promise not to let you down, to always keep you safe and sound. Boah, nehmt euch ein Zimmer, meine Fresse, ihr seid ja so verliebt, es ist ja Valentinstag. Müsst nicht so doof gucken, ihr geht ihr eh fremd. Das war's auch schon mit meinen 10 Arten von Menschen am Valentinstag. Falls es dir gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Und falls du dich vielleicht selber wiedergefunden hast unter einem der 10 Punkten, schreib mir doch diese unten in die Kommentare. Und falls du der Meinung bist, dass deine Freunde genauso ticken, kannst du das Video ja gerne auf Facebook posten und die mal fragen, na, findet ihr euch vielleicht wieder? Könnte ja gut sein. Und falls ihr noch Lust auf andere Valentinstags-Videos von anderen Leuten habt, werde ich euch mal hier das süße Herzchen verlinken. Einfach mal draufklicken und dann geht's auch schon los. Und falls du noch mehr Videos von mir sehen möchtest und das noch nicht getan hast, kannst du mich ja gerne abonnieren. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.